Mit Call of Cthulhu lässt Cyanide Studios die Welten des H.P. Lovecraft als Videospiel auferstehen. In einer verdrehten Detektivgeschichte kommt er dem Mythos so nah wie selten zuvor und taucht ein in eine schreckliche Welt, die mit jedem Geheimnis, das sie ihr entlockt, am Verstand eurer Hauptfigur knabbert. Dem Entwicklerstudio von Spielen wie Styx ist es gelungen, eine spannende Geschichte mit packender Atmosphäre zu verbinden. Edward Pierce ist seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr derselbe. Er greift regelmäßig zur Flasche, um die schrecklichen Ereignisse dieser Zeit zu vergessen und wird nebenbei von scheußlichen Albträumen gequält. Die Arbeit lässt er schleifen und zu Beginn der Geschichte darf man annehmen, dass sich der Privatdetektiv so ziemlich am Tiefpunkt seines Lebens befindet. Dies ändert sich, als er endlich wieder ein Ziel vor Augen hat. Ein neuer Klient möchte, dass Pierce auf die kleine Insel Blackwater reist und dort den mysteriösen Tod seiner Tochter Sarah Hawkins untersucht. Doch Blackwater ist kein Ort, an dem die Einheimischen gerne mit Außenstehenden Gespräche führen. Es wimmelt vor Geheimnissen und schrecklichen Wahrheiten, die sich hinter einem Schleier aus Lügen verbergen. In Call of Cthulhu geht es um eine erstklassig erzählte Geschichte, deren Geheimnis stets nur in kleinen Portionen preisgegeben wird. Sie bietet spannend geschriebene Figuren, die über mehr Tiefe verfügen, als man auf den ersten Blick ahnt, und beklemmende Kulissen, die den Weg in den Wahnsinn bereiten. Dabei ist es dem Team von Cyanide Studios gelungen, die Welt und die Ereignisse, die in ihr stattfinden, düster sowie beklemmend zu präsentieren. Der Aufbau des Videospiels ist langsam, liegt jedoch damit genau richtig. Die visuell präsentierten Bausteine, wenn auch nicht immer schön anzusehen, harmonieren mit der musikalischen Untermalung. Zusammen mit der verwobenen und in sich schlüssigen Hintergrundgeschichte entstand so ein zu jeder Zeit fesselndes Spiel. Besonders betonen wollen wir zudem die Liebe zum Detail sowie die formidable Leistung in Sachen Beleuchtung. Außerdem wurden die verschiedenen Schauplätze des Horrorspiels stark unterschiedlich gestaltet, was sich positiv auf die Lust zum Erforschen und zum Entdecken auswirkt. Wären die Animationen der Figuren nicht so hölzern, gäbe es in Sachen Atmosphäre kaum etwas zu meckern. Gerade weil weitgehend auf allzu viel Trara, Action und visuellen Bombast verzichtet wird, schafft es der Titel, Spannung aufzubauen, die sich über einen längeren Zeitraum hält und dann in packenden Sequenzen und erzählerisch elegant aufgelösten Wendungen entlädt. Dieser Aufbau hält bis kurz vor dem Ende an, wird dann aber leider durch ein erzwungenes und vorschnelles Finale leicht getrübt. Call of Cthulhu ist in Sachen Umfang und Möglichkeiten eines dieser Spiele, die stark anfangen, dann aber nachlassen. Zu Beginn stehen euch für viele Rätsel mehrere Lösungswege zur Verfügung, die von euren verteilten Talentpunkten abhängen und dem Pfad zwischen geistiger Gesundheit und Wahnsinn, den ihr eingeschlagen habt. Doch mit zunehmender Spielzeit rückt der Titel davon ab und verfällt in eine reine Quest zum Sammeln von Hinweisen, die allein eure Gesprächsoptionen beeinflussen und erweitern. Über diesen Umstand hinaus könnt ihr jedoch stetig weniger Einfluss auf den Fortlauf der Geschichte nehmen. Wo es zu Beginn noch möglich war, 3 optionale Wege einzuschlagen, alleine um in ein Lagerhaus zu gelangen, und euch auf dem Weg dorthin ebenfalls verschiedene Ansätze zur Verfügung standen, geht es später nur noch darum, in jede Ecke geschaut, jedes Buch gelesen und jedes Foto betrachtet zu haben. Folgenschwere Entscheidungen trefft ihr nur noch selten. In visueller Hinsicht ist Call of Cthulhu offenkundig nicht das, was man als AAA-Titel bezeichnen könnte. Zwar ist das Geschehen aus einer gewissen Distanz durchaus schön anzusehen und die Darstellung wirkt in sich stimmig, nichtsdestotrotz hält kein Gebäude, keine Figur und kein Objekt einem längeren Blickstand, ohne eine gewisse Hässlichkeit zu offenbaren. Verwaschene Texturen und NPCs, die den Wesen aus parallelen Dimensionen in Sachen Unansehnlichkeit ebenbürtig erscheinen, sind leider an der Tagesordnung. Nicht nur die eigentliche Geschichte von Call of Cthulhu ist äußerst packend, sondern auch die kleinen Details drumherum. In zahlreichen Büchern, Abschriften und Notizen gibt es auch so manches Geheimnis zu entdecken und alle davon fügen sich stimmig in die Welt ein. Zwar halten sich die sammelbaren Schriften zahlenmäßig in Grenzen, doch sie sind spannend geschrieben und verraten interessante Details, die das Erlebnis stimmig abrunden. Das Inventar hingegen lässt leider an Übersichtlichkeit zu wünschen übrig. Das ewige Scrollen, um neue Einträge aufzurufen, kann bereits nach wenigen aufgesammelten Büchern an den Nerven zehren. Dies stellt glücklicherweise kein großes Problem dar, kann aber bei denjenigen, die gerne jeden Fitzel Informationen aufnehmen wollen, dazu führen, dass sich gelegentlich Frust anstaut. Call of Cthulhu ist wirklich kein schönes Spiel, zumindest nicht im klassischen Sinne. Dafür punktet der Titel von Cyanide Studios jedoch durch eine packende, stimmige Atmosphäre, eine gut erzählte, clevere Geschichte und sehr viele originelle Ideen. Er ist teilweise zu einfach, definitiv zu kurz, dafür aber jede Spielminute wert. Wer nach schaurigem Horror aus dem Hause Lovecraft sucht, wird hier nicht enttäuscht.